Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Autarkie. Mein Name ist Thomas und in der heutigen Folge, ja, geht es wieder mal über das Thema YouTube und meine YouTube-Statistiken und meine YouTube-Einnahmen im Jahr 2023. Ja, ich begrüße euch erstmal hier ganz herzlich zu diesem Video, relativ früh im Jahr, wenn ich hier diese Folge aufnehme. Finde es aber immer ganz, ganz interessant, ja, meine Statistiken mit euch einfach mal zu teilen und dann wieder euer Feedback ja zu bekommen. Wir gucken uns also an, wie viele Aufrufe hatte ich dieses Jahr, was gab es an Abonnenten, wie hat sich das dargestellt im Vergleich zum Jahr 2022, gab es da einen positiven Trend, einen negativen Trend. Also das alles gucken wir uns heute in der Folge an. Und bevor ich das mache, natürlich erst nochmal ganz zu Beginn des Jahres 2024, hoffe ich, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Ja, und bedanke mich bei allen, die mir im Jahr 2023 die Treue gehalten haben, die entweder den Kanal abonniert haben, die Videos geklickt haben. Also von daher vielen, vielen lieben Dank. Ja, und ich will gerne ein bisschen was an euch zurückgeben und dementsprechend hier meine Statistiken halt offenlegen, sodass ihr seht, was eure Mitarbeit quasi hier an finanziellen Ertragsdaten bringt, was es an Wiedergabezeit bringt, wie viele Aufrufe. Und ja, das mache ich ganz transparent. Und das ist ja schon eine schöne Tradition. Ich habe das im letzten Jahr gemacht und im Jahr davor halt auch schon, weil ich finde, in Deutschland wird einfach viel zu wenig über Geld geredet. Und warum soll man nicht zeigen, wenn man hier ein paar Euros verdient, wie viel das ist? Das Ganze ist bei mir natürlich auch steuerlich angemeldet. Ich habe ein Gewerbe dafür, ich muss dafür Steuern zahlen. Macht die Zahl nicht schöner, aber zumindest alles offiziell angemeldet, sodass ich mir hier nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen einreden lassen muss. Und es ist natürlich auch mal ein bisschen Arbeit, aber die Arbeit tritt natürlich in den Hintergrund. Für mich ist halt wichtig, mein Wissen zu teilen, mit euch zu teilen und vielleicht dafür zu sorgen, dass der ein oder andere ja, Fehler, die ich mal begangen habe, nicht auch noch macht. Und stehe natürlich auch immer gern für viele Fragen zur Verfügung, beantworte die auch immer sehr ausführlich. Also wer mit mir schon Kontakt hatte, der weiß, dass das so ist. Ja, und der ein oder andere hat natürlich auch mal versucht, mich anzurufen und mit mir zu sprechen. Auch das hat in diesem Jahr stattgefunden. Es war auch schon mal ein Zuschauer hier bei mir zu Hause, hat sich die Klimaanlagen angeguckt. Also Interaktion gibt es hier auch, vielleicht nicht so dermaßen viel, weil ich bin tatsächlich darauf angewiesen, alles, was ihr hier seht, ja, entweder am Wochenende in meiner Freizeit zu machen oder abends, spätabends, wenn alle anderen, ihr vielleicht auch schon im Bett liegt, keine Ahnung. Aber ich habe natürlich einen Vollzeitjob und das ist nicht YouTube, sondern YouTube ist tatsächlich nur ein Hobby mit auch entsprechend dem Stellenwert. Ja, meine Brötchen verdiene ich halt mit einem Vollzeitjob. Und dementsprechend bin ich auf die Einnahmen hier auch gar nicht angewiesen. Aber es ist immer schön, wenn ein bisschen was zurückkommt. Man hat natürlich auch Investitionen in Equipment, an Ausrüstung. Ich sitze ja hier auch nicht unter freiem Himmel, sondern sitze natürlich hier in einem warmen Studio bzw. warmen Raum. Und auch das muss am Ende des Tages irgendwo bezahlt werden. Und ja, das versuche ich natürlich zu machen. Ganz klar, die Zahlen, die ihr gleich sehen werdet, die ja, lohnen sich nicht im Sinne von, dass man dadurch reich wird, dass man dadurch irgendwie viel Kohle scheffelt. Im Gegenteil. Und ich erzähle auch gleich noch ein bisschen was, wie ich hier das Geld auf dem Kanal verdiene. Und das, was ich euch dann zeige, sind tatsächlich die kompletten Einnahmen. Da gibt es nicht links und rechts noch irgendwas anderes. Verdeckte Positionen, die ich hier nicht öffentlich mache. Nein, das, was ihr gleich sehen werdet, ist wirklich das, was ich in diesem Jahr, ja, brutto, muss man ja sagen, brutto verdient habe. Genau, aber lange Rede, kurzer Sinn. Gehen wir einfach mal auf den Kanal und schauen uns die ja, Daten mal im Detail an. Viel Spaß bei dieser Folge und dann legen wir mal los. So, hier sind wir dann auf der YouTube-Startseite mit den wichtigsten Informationen. Ganz kurz vorab, was habt ihr in diesem Jahr von mir bekommen? Ihr habt in diesem Jahr von mir fast 100 neue Videos bekommen. Ja, also ich sag mal im Schnitt so 1,x Videos pro Woche. Teilweise war es auch mal ein bisschen mehr. Das hängt immer davon ab, wie ich Zeit habe. Habe ja auch noch andere Hobbys außer hier YouTube und die haben in diesem Jahr auch eine ganze Menge an Zeit gefressen. Von daher bin ich trotzdem ganz happy, noch eine relativ hohe Anzahl an Folgen für euch produziert zu haben. Genau, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal in die Kanalanalysen rein und schauen uns einfach mal an, was das ganze Jahr 2023 gebracht hat. Wir gucken uns das auch noch gleich im Vergleich zum Jahr 2022 an, aber gehen wir erstmal kurz hier durch die Zahlen durch. Also, wir starten hier mit den Aufrufen. Da sind jetzt knapp 800.000 gewesen. Ihr seht hier schon einen Punkt 20% weniger als im Zeitraum 1.1. bis 31.12.2022. Ja, das ist so der Trend, der sich auf meinem Kanal zumindest in diesem Jahr ja, gezeigt hat. Es wurde deutlich weniger geklickt. Woran es genau liegt, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich ja an den Themengebieten nicht großartig was verändert, sondern hat sogar ein paar Videos dabei, die eigentlich ja, ganz klassisch gar nicht so auf den Kanal passten.
Aber ja, Aufrufe halt deutlich weniger. Wiedergabezeit noch extremer, da waren es jetzt knapp 79.000 Stunden und das sind 41% weniger als im Vorjahreszeitraum, ne? Also da auch eine deutliche Seitwärtsbewegung, wenn nicht sogar ein negativer Trend. Wobei ich muss sagen, im Vergleich 2022 zu 2021 war 2022 natürlich phänomenal. Da hat sich der Kanal richtig gut entwickelt. Aber das scheint jetzt so ein bisschen abzuflachen. Abonnenten habe ich dazu bekommen 3.238 Stück, 65% weniger als im Vorjahreszeitraum und der geschätzte Umsatz sind gut 4.600 Euro. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz rein. Wie sah das im Jahr davor aus, also Jahr 2022? Da seht ihr Aufrufe fast 1 Million. Ja, jetzt sind wir bei knapp 800.000 gewesen. Wiedergabezeit 134.000 Stunden, über 9.000 Abonnenten und der Jahresumsatz waren knapp 6.700 Euro. Also da gab es in diesem Jahr natürlich zumindest auf der finanziellen und auf der Klickseite deutlich weniger Interaktionen hier auf dem Kanal. Ihr könnt ja mal schreiben, was glaubt ihr, woran das liegt? Ja, mein Ziel ist es ohnehin nicht, maximale Anzahl an Aufrufen zu generieren, sondern ich mache die Videos, zu denen ich Lust habe und wo ich glaube, dass ihr halt einen Mehrwert erzielen könnt, was ich dieses Jahr überhaupt nicht gemacht habe, weil es einfach zeitlich nicht funktioniert. Und da muss man ganz klar sagen, also da muss ich auch Prioritäten setzen, ist, ich habe halt kaum Videos gemacht zu tagesaktuellen Themen. Da gab es ja doch eine ganze Menge im Bereich Photovoltaik, im Bereich Gebäudeenergiegesetz, ja, das Thema E-Auto-Förderung, die ausgelaufen ist. Da hätte man super viele Videos machen können, aber ich habe die Zeit dafür einfach nicht. Beziehungsweise setze meine Prioritäten im Zweifel dann auch einfach anders, weil mir andere Dinge dann ein Stück weit in dem Moment halt wichtiger sind. Und das erklärt vielleicht natürlich auch, ich sag mal, die etwas schlechtere Entwicklung des Kanals. Aber ich sag mal so, damit bin ich weitaus zufrieden. Ich bin ja mit dem Kanal gestartet, ohne irgendwie ja, zu ahnen, dass ich mal über 16.000 Abonnenten habe. Also das ist auch eine Zahl, die finde ich auch weiterhin mega. Jetzt fast 16.100 Abonnenten. Ist nicht mehr so, dass die Zuwachsraten so wahnsinnig sind. Es sind mal 100, mal 200 User im Monat. Es gehen auch mal welche raus, aber ich glaube, das ist auch völlig normal. Der Kanal hat jetzt vermutlich eine Größe erreicht mit den Themengebieten, wo es nicht mehr so viele Interessierte gibt. Genau. Zu den Umsätzen, also 4.615 Euro. Das sind tatsächlich die gesamten Umsätze, die ich hier in YouTube erzielt habe. Es gibt ja diverse Einnahmequellen auf YouTube. Ja, man kann kooperieren, man kann sich Werbepartner halt an Land ziehen und dann bezahlte Werbung halt hier auf dem Kanal präsentieren. Das alles mache ich aus gutem Grund nicht. Nämlich zum einen, weil ich hier ja im Prinzip die Dinge zeige, die ich eh bei mir zu Hause habe, die ich von meinem eigenen Geld gekauft habe, wo niemand irgendwas finanziert hat und wo ich meine Erfahrungsberichte hier teile. Und die möchte ich natürlich unabhängig teilen. Natürlich, wenn ich einen Anbieter hier im Portfolio bei mir zu Hause habe, dann wird er hier auch genannt. In der Regel blende ich dann immer ein, unbezahlte Produktplatzierung. Also ich kriege dafür gar kein Geld, sondern ich mache das einfach, damit mir nicht irgendjemand dann, ich sage mal salopp gesagt, an den Karren pinkelt und sagt, du machst ja aber Werbung. Also wenn dann Werbung, dann weil ich das Gerät oder den Hersteller halt einfach hier bei mir in Verwendung habe. Und dementsprechend sage ich das natürlich auch. Ich würde es halt komisch finden, wenn man halt irgendwas vorstellt und dann verschweigt, wer der Hersteller ist. Also von daher, wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Genau, Kooperation mache ich halt auch nicht. Ich bin halt eine One-Man-Show, ich bleibe eine One-Man-Show, das ist mein Ziel. Ich will das nicht auf professionellere Beine stellen, weil das ja, führt natürlich auch zu Nachfolgeaktionen. Da muss man deutlich mehr Zeit noch investieren. Die Zeit habe ich nicht, die Zeit will ich auch gar nicht aufwenden, sondern will das weiterhin als Hobby betreiben. Und weil es ein Hobby ist, bin ich halt auf die Einnahmen auch nicht angewiesen. Ich finde es ja sogar ganz gut, dass bei dem Hobby, was ich hier betreibe, sogar noch ein bisschen Geld bei rumkommt. Man darf es natürlich nicht auf die Stunden runterrechnen. Ja, da wird man deutlich unter Mindestlohn liegen, ist halt einfach so. Aber es geht mir ja nicht ums Geld, es geht mir um den Spaß. Und dementsprechend lasse ich mich hier auch für keine Meinung oder sowas bezahlen. Gibt immer wieder Anfragen. Ich meine, jeder, der YouTube macht, der kennt das natürlich. Ja, ich hätte tausende von Powerbanks testen können. Ich habe für das Zeug einfach keine Verwendung. Ich habe einen großen Akku im Keller. Das reicht mir völlig. Ich muss ja nicht die x-te Powerbank testen und dann mein Gesicht da laufende Werbesäule irgendwie in die Kamera halten. Mache ich nicht, gibt es bei mir auf dem Kanal halt einfach nicht, ne? Und da bleibe ich auch dabei. Das habe ich von Anfang an so gesagt. Und werde das auch in Zukunft genauso machen. Genauso Thema Kanalmitgliedschaften. Ich wüsste nicht, warum ich noch extra Content für irgendwelche Kanalmitglieder anbieten sollte. Ist für mich einfach mehr Arbeit, bringt mir im Prinzip nichts. Mein Kanal ist jetzt nicht so spannend, dass es da irgendwie, ja, ich sag mal, bestimmte Bereiche geben muss, die für einige Leute zugreifbar sind, für andere halt nicht. Ja? Also das
Finde ich nicht notwendig. Bei der Größe von dem Kanal macht das auch gar keinen Sinn. Ja, und wenn der Kanal halt größer werden würde, müsste man natürlich auch Social Media deutlich mehr ausbauen. Man bräuchte vielleicht jemanden, der die Videos schneidet, der sich vielleicht um Skripten kümmert. Das mache ich alles selber und dementsprechend, ja, kommt halt einfach das raus, was ihr hier seht. Ich bin damit zufrieden. Wenn man das natürlich im Vergleich zu 2022, die Zahlen rufe ich nochmal auf, sieht, kann ich natürlich irgendwie nicht zufrieden sein. Aber mein Ziel ist halt nicht hier Geld zu scheffeln und Klicks zu generieren, sondern ich will damit zufrieden sein mit den Videos, die ich produziert habe. Und da gab es doch eine ganze Menge an Videos, die in diesem Jahr, ja, ich sag mal, gut gelaufen sind. Wir können ja mal kurz in die Videos hier unten reingucken. Das beste Video in diesem Jahr war hier die Alternative zur Split-Klima-Anlage. Vielleicht habt ihr das Video auch gesehen. Gab natürlich viele Diskussionen dazu. Also ich fand das ganz spannend. Was haben wir noch? Winterbilanz. Heizen mit der Klimaanlage haben wir gefroren. Ne? Fast 45.000 Aufrufe. Aber es ist halt kein Video dabei, was so richtig, ich sag mal, richtig rasant gelaufen ist im Jahr davor. Kann ich das nochmal zeigen? Das müsste ja, glaube ich, genau. Da gibt es hier das Heizen mit der Klimaanlage. Ist das sinnvoll? Das Video selber habe ich ja im Oktober 21 damals hochgeladen, war erst ja unter ferner liefen und dann gab es irgendwann mal einen Kick und dann ist es auf 237.000 Aufrufe hochgesprungen. Das war natürlich schon ja ungewöhnlich und außergewöhnlich für meinen Kanal. Das konnte ich jetzt in diesem Jahr nicht mehr wiederholen. Aber es waren halt doch auch ein paar Videos dabei, die ganz gut gelaufen sind. Aber muss fairerweise auch sagen, ja, das sind jetzt nicht so mega viele Videos. Solardachziegel hatte ich ja mal ein Video gemacht. Das lief auch noch echt ganz gut. Das fand ich auch ganz spannend. Weil ich ja da selber auch noch eine ganze Menge gelernt habe. Also auch wenn ihr irgendwie Videoideen habt, die ich hier sinnvoll umsetzen kann, dann schreibt mir die das gern, schreibt mir das gern. Ich bin natürlich auch gern bereit, da einfach noch ein bisschen was zu investieren, auch ein paar Sachen halt selber zu lernen. Ne? Genau, ich hatte ja auch Videos dabei zu Tipper, ob mein Stromzähler dafür geeignet ist und solche Geschichten. Also da gab es doch eine ganze Menge. Viel Kritik hat mir eingebracht, dass ich weiterhin Videos auch gemacht habe zur Gaspreisentwicklung, weil alle sagen, ja, dein Kanal heißt ja Autarkie. Wie kann es eigentlich sein, dass du hier noch fossil unterwegs bist? Leute, das, was ich hier an Ausstattung bei mir zu Hause habe, das ist halt gewachsen. Ja, würde ich jetzt nochmal neu anfangen, würde ich es auch ganz anders machen. Aber es ist de facto so, wie es ist. Habe ja auch ein Video gerade gemacht, Gegenüberstellung Kosten Gas, Brennwerttherme versus potenzielle Luftwasser-Wärmepumpe. Also wenn ich halt vom Gas komplett weggehen würde. Schaut euch an, da werdet ihr sehen, dass das aus finanziellen Gründen absolut keinen Sinn ergibt. Und meine Gastherme ist noch nicht so alt. Meine Verbräuche sind ultra niedrig, das habe ich dort auch gezeigt. Also von daher, einen gewissen fossilen Anteil habe ich hier halt noch. Der Großteil bei mir ist elektrisch, sei es das Auto, sei es das Heizen mit den Klimaanlagen, Heizstab. Und ich hoffe ja, dass in diesem Jahr dann auch das Thema Brauchwasserwärmepumpe endlich nochmal umgesetzt werden kann. Also da wird es natürlich auch ein bisschen was noch in der Richtung auf meinem Kanal geben. Bleibt also nicht nur bei den Themen, die ich hier bisher behandelt habe, sondern ich werde auch hier und da mal gucken, was es noch an interessanten Nischenthemen gibt. Die werden sicherlich keine großen Aufrufe generieren, aber ich glaube einfach, das sind halt Dinge, die mich persönlich dann auch interessieren, wo ich meine, das ist vielleicht mal ganz interessant, das auch einer größeren Zuschauerzahl mal mitzubringen oder mitzugeben, ja, weil man da ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken kann. Genau. Was kann ich sonst zu den Videos sagen? Ach so, genau, der Umsatz. Da war ich eigentlich stehen geblieben. Diese 4.615 Euro, das ist halt nur der Werbeumsatz von YouTube. Das heißt, es gibt nicht irgendwas anderes, was ich noch erhalte, sondern das ist für die Werbeanzeigen, die ihr dann während dieser Videos halt seht. Ich habe natürlich Monetarisierung immer angeklickt, um einfach meine Kosten ein Stück weit auch zurückzubekommen. Aber ihr seht ja selbst, das ist jetzt kein großer Betrag, der halt auch noch versteuert werden muss. Da bleibt also quasi nichts übrig. Ich nenne es mal eine bessere Aufwandsentschädigung, wobei der Aufwand auch recht hoch ist, müsst ihr auch wissen. Ich mache, wie gesagt, ja alles selber. Soll gar kein Meckern sein, gar kein Jammern, sondern ist einfach Feststellung der Tatsache. Genau, zu diesem Umsatz kommt noch was dazu. Ihr habt das ja vielleicht dieses Jahr auf meinem Kanal auch gesehen. Ein zweiter Einnahmeblock, den ich noch habe, und das ist der Verkauf meines Buches. Da habe ich jetzt für das zweite Halbjahr noch gar keine Zahlen bekommen, aber für das erste Halbjahr kann ich sagen, da kommen noch mal ungefähr 900 Euro an Einnahmen aus dem Buchverkauf dazu. Das heißt, wir sind so bei 5.500 Euro an Gesamtumsatz des Jahres, die, wie gesagt, versteuert werden müssen. Aber das war es dann auch schon. Ich habe keinerlei andere Einnahmen. Also das ist das, was ich hier verdient habe, beziehungsweise was ich an Umsatz generiert habe mit den jetzt gut 16.000 Abonnenten. Und ich sage nochmal vielen lieben Dank an jeden, der hier den Kanal abonniert, jeden, der die Videos anklickt, weil das ist natürlich auch ein Stück weit Bestätigung. Ja, und was ich in diesem Jahr auch mal etwas anders gemacht habe, in den Zeiten, wo wir als Familie im Urlaub waren, da habe ich keine Videos irgendwie vorproduziert. Das heißt, ich habe für mich persönlich hier auch den Druck einfach ein bisschen rausgenommen, auch mal ein bisschen Abstand gewonnen von der digitalen Welt. Ich finde das immer ganz gut. Ja, und habe im Zweifel auch andere Prioritäten gesetzt. Ich bin ja weiterhin, wer es im letzten Jahr vielleicht gesehen hat, der weiß, dass ich halt sportlich sehr aktiv bin. Das ist weiterhin so. Also ich bin begeisterter Läufer und habe in 2023 auch wieder meinen obligatorischen Marathon
geschafft, den ich immer Ende April in Hamburg laufe. Also wenn von euch einer Ende April jetzt 24 in Hamburg ist, ja, der kann mich wieder beim Marathon sehen. Auch das steht wieder auf dem Programm. Und letztes Jahr habe ich tatsächlich auch relativ viel Zeit auf dem Fahrrad verbracht. Auch das eine Leidenschaft von mir. Und habe für mich persönlich mir als Ziel gesetzt, mal 250 Kilometer an einem Tag zu schaffen. Ja, Ziele, die ich mir setze, die versuche ich auch einzuhalten oder zu erfüllen. Und das hat auch geklappt. Ich hatte eine Tagestour gemacht mit insgesamt 260 Kilometern. Ja, und in diesem Jahr habe ich auch nochmal eine etwas größere Fahrradtour vor. Und da bereite ich mich auch drauf vor. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich muss mich bewegen. Und dementsprechend ist YouTube halt nur eine kleine Geschichte neben Familie, neben Arbeit, neben dem Sport. Habe ich noch viele weitere Interessen und Hobbys und da ist YouTube halt nur ein klitzekleiner Teil und das, was ihr hier auf dem Kanal erlebt, das ist natürlich nicht mein ganzes Leben, das ist immer nur ein Mini-Ausschnitt. Genau. Gibt es noch irgendwas zu zeigen hier? Wir können noch mal gucken. Gab es so spezielle Monate, wo viele Abonnenten dazugekommen sind? Ja, gab es hier am 9. Juli gab es mal gab es 88 neue Abonnenten. Woran lag es? Da können wir auch gucken. Da gibt es nämlich auch einen Zacken. Nämlich hier ein Video hat an einem Tag 32.000, knapp 33.000 Aufrufe gehabt. Ja, das ist für mich auch super viel. Ihr seht sonst die Linie doch eher aufgrund des Maßstabs jetzt natürlich relativ klein. Ihr seht es hier rechts an der Ecke, das sind so typische Aufrufzahlen. Ja, 3.000, 4.000, vielleicht mal 5.000 Aufrufe in 48 Stunden. Das ist für mich so normal. Damit bin ich auch vollkommen zufrieden. Von den Umsätzen her können wir auch noch mal eben kurz reingucken, wenn er denn hier umspringt. Jetzt springt er um. Genau, auch da übers Jahr relativ konstant. Es gab so ein paar Zacken natürlich, ne, wo dann die Einnahmen mal etwas höher waren. Hier der höchste Tag waren knapp 70 Euro Tageseinnahmen. Aber es gab auch Tage, wo es unter 10 Euro waren. Also das ist die normale Schwankungsbreite bei mir. Genau, was ich auch immer noch ganz spannend finde, sind so Sachen wie sehen die Zielgruppen. Das heißt, wo einmal drin steht, welche Zielgruppen hat man eigentlich oder beziehungsweise wann guckt ihr eigentlich? Ja, das kann ich hier auch sehen. Ich gebe auf die Werte eigentlich nichts, sondern ich mache die Videos so, wie ich Lust drauf habe. Ich mache sie online oder ich setze sie online, wenn ich damit fertig bin, nicht wenn hier Leute viel gucken oder weniger gucken. Was man auch immer gut sehen kann, sind hier die Statistiken, Wiedergabe von Abonnenten. Also Nutzer ohne Abo im letzten Jahr 77,2%, Abonnenten 22,8%. Das ist im Vergleich zu 2022 schon eine Verbesserung. Also es gucken wieder mehr Abonnenten und weniger Nutzer ohne Abo. Klassisch bin ich natürlich unterwegs im Bereich männlich. Hier seht ihr das 95,6% Männer, aber immerhin jetzt schon 4,4% Damen. Also wenn hier Frauen zugucken, herzlich willkommen auf dem Kanal. Gerne auch anderen Frauen Bescheid sagen. Ich glaube, die Themen sind für alle interessant, nicht nur für die Männer. Klassischerweise gucken aber hier dummerweise am meisten die Männer. Auch von dem Altersdurchschnitt seht ihr das hier unten. Auch da natürlich eine ganze, ich sag mal, Menge an Altersgruppen, aber der Schwerpunkt liegt natürlich im Bereich zwischen, sagen wir mal, hier 35 bis über 65. Jüngere Klientel habe ich halt einfach nicht. Die meisten Leute gucken natürlich hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ja, Österreich, Schweiz, Niederlande und dann wird es halt sehr einstellig. Genau, das sind so die Informationen. Vom Umsatz hatten wir uns das schon angeguckt. Aber wir können auch noch mal gucken, was über die Monate reingekommen ist. Es ist eigentlich immer relativ konstant. August, der schlägt hier ein bisschen aus der Art, weil ich da im Urlaub war. Das ist zum Beispiel einer der Monate, wo ich weniger Videos gemacht habe. Der Juli war dafür relativ gut. Also von daher, das ist halt sehr, sehr homogen im Jahr gewesen. Wir können auch noch mal kurz drauf gucken auf die Jahresstatistik. Da seht ihr das auch noch mal. Ja? Also der höchste Monat war der Juli 23 mit knapp 570 Euro. Und dann folgte gleich der August mit den niedrigsten Einnahmen, 277 Euro. Alles andere lag dann irgendwo halt irgendwo dazwischen. Genau, was haben wir noch? Das kann ich euch noch zeigen. Genau. Ach, ich habe doch was falsch gesagt. Ihr seht es hier unten nochmal ganz kurz. Also meine Einnahmen. Ein Teil Werbung war dabei, aber es gab natürlich auch noch Super Thanks. Von daher, die mir Super Thanks gegeben haben, vielen Dank. Ihr seht, vom Betrag ist das sehr überschaubar. Und dann hatte ich ja ein oder zwei Short-Videos gemacht. Auch da gab es natürlich die Werbeeinnahmen, 4 Cent. Ja, könnt ihr jetzt selber entscheiden, ob das viel ist oder wenig ist. Genau. Ganz interessant nochmal hier die Leistung der Inhalte, also Umsatz, RPM, also Return per Mill, also pro 1000 Aufrufe 5,81 Euro, das ist das, was ich hier pro 1000 Klicks verdient habe über das Jahr gesehen. Das ist natürlich auch mal mehr und mal weniger, aber das sind halt so die Zahlen. Da kann man sich jetzt alle möglichen Sachen nochmal angucken. Also Statistiken in YouTube gibt es natürlich eine ganze Menge, aber ich glaube, das soll so als Überblick genügen.
Ja, jetzt haben wir die Tradition mit diesen Zahlen halt fortgesetzt. Der 5.500 Euro insgesamt über das gesamte Jahr, ist natürlich ein Betrag, den nehme ich auf jeden Fall mit. Reicht er zum Leben, zum Überleben? Nein, reicht nicht. Aber das ist ja auch, wie gesagt, nicht das Ziel des Kanals. Und ich versuche auch in 2024 für euch gute Inhalte zu produzieren, das Ganze gut zu recherchieren. Natürlich auch immer, das ist ein gewisser Aufwand, den man hier ja auf dem Kanal selber nicht sieht, was an Arbeit noch dahinter steckt. Aber das ist halt einfach so. Ich will, wie gesagt, nicht jammern. Im Gegenteil, ich bin happy, dass es so ist, wie es ist, dass ich die Videos hier machen kann, dass ihr die weiterhin interessant findet, auch wenn jetzt, sagen wir, mit abnehmender Tendenz. Aber ich mache die Videos erstmal weiter. Und dann werden wir mal sehen, was das Jahr 2024 alles so an spannenden Themen bringt. Ich glaube, da ist eine ganze Menge wieder an Action, grundsätzlich im Markt. Bei mir auf dem Kanal wird es weiterhin die Monatsstatistiken geben. Es wird Themen zum E-Auto geben. Wenn denn endlich mal meine Brauchwasserwärmepumpe kommt, dann hoffe ich mal, dass das, was ich für 2023 geplant habe, nämlich Videos dazu, dann endlich in 2024 kommen. PV-Erweiterung soll es eigentlich noch geben. Aber das hängt alles an dem Thema Brauchwasserwärmepumpe und da bin ich mega unglücklich. Aber es ist halt, wie es ist. Man muss es halt so akzeptieren. Genau, und vielleicht passieren ja auch noch ein paar unvorhergesehene Dinge oder ihr habt, wie gesagt, noch einen Wunsch, wo er sagt, boah, will ich mal sehen oder der Thomas soll sich damit mal auseinandersetzen, dann mache ich das natürlich sehr gern, sofern das halt, ich sag mal, in meine Prioritätenliste halt reinpasst und ein bisschen was mit dem Kanal zu tun hat. Genau, das soll es aber für den Moment hier erstmal gewesen sein. Von daher schreibt mir mal gern, wie ihr ja zu diesen Einnahmen steht, ob das viel ist, ob das wenig ist, was ihr darüber denkt. Das würde mich auch nochmal interessieren. Ich kann mir sicherlich halt vorstellen, dass der ein oder andere da eine etwas vielfältigere oder interessantere Meinung hat, als ich das hier vielleicht habe. Deswegen schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich lese mir das durch und im Zweifel beantworte ich auch die Kommentare, wie ich das auch in 2023 sehr ausführlich und in großer Anzahl getan habe. Genau, das soll es aber für den Moment hier gewesen sein. Von daher erstmal wieder vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bleibt vor allem gesund und dann sehen und hören wir uns bei einer der nächsten Folgen wieder. Ich freue mich auf euch und bis dahin macht's gut, euer Thomas. Ciao, ciao.